Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch hiermit recht herzlich zur dritten Folge von Let's Play Civilization 5. Wir sind Deutschland und spielen heute unser zweites Gruppenspiel gegen die Niederlande in der Europameisterschaft 2012, um das für die Nachwelt auch genau festzuhalten, falls dann irgendwann in 20 Jahren Geschichtsforscher sich auf die digitalen Spuren unserer einzigen Zivilisation machen und dann diese Let's Plays sehen und sich dann gar nicht mehr wundern, warum unsere Zivilisation untergegangen ist. Warum laufst du ihm auch mit in die Hände? Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus für dich. Aber egal, du hast uns hier treue Dienste erwiesen. Gibt's hier eigentlich was? Hier ein bisschen was entdeckt. Ist doch, da hast du doch, ne? Wir haben Frieden geschlossen mit dem alten Washington und offene Grenzen erhalten. Das nutzen wir jetzt gleich, um zu gucken, was er denn da oben alles so anzubieten hat. Ich würde gerne den Sumpf trockenlegen, dafür brauchen wir die Steinmetzkunst. Das dauert noch lange. Wir brauchen noch 13 Runden, bis wir die Währung entdeckt haben. Wir kümmern uns so gar nicht um unsere Wissenschaft. Von daher, müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Die Chinesen haben die große Mauer gebaut. Das passt wie geschichtshistorisch mal wieder wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob das in der Zeit her auch passt. Müssen andere wissen. Ich bin kein Geschichtsstudent. So, wir können dich endlich modernisieren. Und haben wir hier nicht auch einen modernisieren können? Nee. Was machen wir mit euch eigentlich hier alle? Und wie lange dauert es bis zur nächsten Sozialpolitik? 24 Runden, das sind 24 lange Runden, bis wir dann den plus 10 Kampfbonus bekommen für benachbarte Kampfeinheiten. Und den hätte ich auch noch gern, 50% schneller Erfahrung sammeln. Und den hätte ich auch noch gern, dass jede Garnison statt eine Zufriedenheit und zwei Kultur erzeugt. Aber irgendwie stehen wir kulturtechnisch ganz schlecht da. Was so viel bedeutet, wie dass Berlin jetzt erstmal was für unsere Kultur macht, da haben wir nicht wirklich viel zur Auswahl. Stonehenge ist gut und günstig. Der Koloss bringt Geld, Geld. Brauchen wir nicht wirklich. Wachstum brauchen wir nicht. Wir haben gar nicht auch so viel Zufriedenheit, um das irgendwie. Oh, eine freie Technologie unter 13 Runden. Machen wir. Warum das da nicht groß ist? Ich hoffe mal, dass es klappt. Wenn nicht. Achso, wir haben ja eigentlich Kultur machen wollen. Jetzt haben wir Wissenschaft. Kommt auch fast auf selber raus. Einheit benötigt die Befehle. Ja, ich weiß, du kannst noch dreimal fragen. Ich werde dich trotzdem nicht vorziehen. Ja, junger Schwertkämpfer. Mit starkem Bartwuchs. Kann man dich eigentlich umbenennen? Ja, hier nicht mal irgendwie so. Edit? Klicken sie jetzt hin? Naja. Ah, doch, hier. Einheit, Name der Einheit. Hoppla. Wieso bist du jetzt wieder weg? Name der Einheit. Nörgler. Annehmen. Oh, das ist eine schöne Idee für ein Abonnenten-Special. Überraschenderweise gehe ich ja demnächst auf die 200 Abonnenten zu. Als ich damals mit den Let's Plays angefangen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich überhaupt nur 100 Klicks bekomme, da bin ich, das wäre ja das Größte der Gefühle. Und wer hat es glauben sollen wollen? Mir gehen tatsächlich auf die 100 zu. Dafür ein auch so mal zwischendrin. Einfach mal ein Dankeschön für alle treuen Zuschauer, die Tag für Tag sich hier mit mir die Welt erobern. Der große General ist in der Lage, auf den Schafshügel zu gehen und dort die Stellung zu halten. Du, kleiner Arbeiter, bist in der Lage, die restlichen noch nicht. Ja, du gehst hier mit hoch und kümmerst dich entweder um die Schafe oder dann noch eine Straße nach New York. Du kommst zurück. Wenn die offenen Grenzen weg sind, dann kommst du eh zurück. Wunderbar. Ah ja, München ist jetzt auch im Handelsnetz. Wunderbar. Du wirst ihn hier hoffentlich besiegt bekommen. Hoffe ich doch. Und da kannst du jetzt natürlich nicht hin, weil da der große General steht, der seltsamerweise als Zivileinheit gehandelt wird und nicht als Militäreinheit.
Ihr stellt euch alle mal hier in einer Reihe auf und wartet auf besser Wetter. Wieso ist da krass? Naja. Ja, wir brauchen dringend Währung. Wenn die Währung eines da ist, machen wir Münzanstalten und Märkte. Die kaufen wir uns dann, wenn bis dahin überhaupt noch Geld da ist. Mit den Militäreinheiten warten wir bis dahin noch. Die kommen ja so oder so. Ich weiß nicht, warum du da stehst und nicht da. Da stehst du nämlich besser, wie ich finde. Und du gehst auch raus, nämlich hier hin. Très bien. Oder sehr gut, besser gesagt. Ja, jetzt musst du aber weg. Oh, jetzt hast du ein Problem. Aber wir haben ja zum Glück offene Grenzen. Da denke ich nie dran beim Erkunden, dass wir auch mal irgendwie bei unseren befreundeten Mitspielern reingucken könnten. Wo gehst du hin? Ja, du machst den General hier den Platz streitig, um dann eine Straße zu bauen. Du stehst ja gut. Du schaust mal, was ist. Hier oben ist wirklich, da hat er mit der Map echt Pech gehabt, Washington, ne? Ja, da ist auch von der Bergkette völlig eingeschneit. Eingeschneit? Eingeschneist? Eine kleine Schneise führt nur aus der Bergkette raus, die bringt nämlich viel. Ja, aber da gibt er doch ein gutes, leichtes Opfer für uns ab. Ich glaube, dass du Trill bekommst, weil wir eher im unwegsamen Gelände kämpfen werden. Wobei Medina und Mekka schon auf... Nee, unwegsam. Und es gibt mehr unwegsames Gelände als wegsames Gelände. Jetzt haben wir es wieder nicht aufgehoben. Voll noobmäßig, aber so bin ich immer drauf. Oh, Washington holt uns ein. Wir hätten keinen Frieden schließen sollen. Na, geh doch mal hier auf die Straße und schau, dass du den Weg hier mit benutzt. Ja, du stehst da so und weißt nicht ein noch aus, oder was? Bleib doch einfach mal so. Sag mal, heilst du eigentlich? Komm mal nach Hause und heil dort. Ihr beide seid dann hoffentlich soweit da. Wieder, nee, komm wieder zurück, bevor die 10 Runden fertig sind. Oh, du kannst auch hier rum. Wunderbar. Bleib dort, tue nichts. Straße. Nächste Runde. Dala. Forschungsabkommen. Alter, seine Augen. Schaut euch mal seine Augen an. Kennt ihr den, das Meme? 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 Von Fry von Futurama, wenn er sich was fragt? Und dann die Augen so zusammenkneift. Hier, Haarrunde, guckt die ganze Zeit so. Not sure if Forschungsabkommen ist günstig or not. The same question I ask to myself. Do we have the money for Forschung or do we need the money for buying Märkte? I think we need the money for buying Märkte. But on the other hand, I think we dringend have to do something for our science, and therefore it's a good idea to... ich kann besser Englisch sprechen übrigens, ich mache jetzt nur so, als ob. Kennt ihr Werner Herzog, den berühmten Filmemacher, deutschen Filmemacher Werner Herzog? Durch viele Dokumentarfilme bekannt geworden, neuer deutscher Film und so weiter und so fort. Und ist jetzt in den USA so zum Kultstar geworden, weil ich es sehr lustig finde. Und ja, in seinen Dokumentationen, die er eben dann auch auf Englisch selbst einspricht, also eben den Kommentar dazu einspricht, da hat er einfach einen unglaublich schönen, also sowas einen deutschen Akzent. Das müsste ja, ich kann ihn nachmachen, ich würde es nicht. Ja. And the worker is farming the cattle and after his job is done, he's glad that he's here. Nee, ich hab's mal besser gekonnt. Ich bin nicht gut im Nachmachen, deswegen versuche das immer zu lassen. Aber jetzt, da ich mit angefangen habe, war es irgendwie blöd, dann doch wieder. Sozusagen. Ah, nee, doch nicht. Wo, was gibt's eigentlich für dich zu tun, junger Mann? Eisen! Ja, nimm doch das doch mal mit. Und für dich gibt es... Automate ich dich schon. Kannst du, weißt du, was du machst? Du baust uns mal das ein oder andere, den ein oder anderen Handelsposten. Oh, uiuiui. Schaffen wir das allein? Ich hoffe es doch.
Du gehst noch eins vor. Und dann heilst du. Hoffentlich rechtzeitig. Er freut sich, dass wir mit China befreundet sind. Wir freuen uns. Was? Oh, komm schon, das gibt's doch nicht. Eben hast du noch ein Handelsabkommen, ein Forschungsabkommen abgeschlossen. Und jetzt fängst du Krieg mit mir an, oder was? Ey. Also, nee. Oh, hier. Oh. Da hat er doch selbst nichts davon. Warum soll er sowas machen? Das ist jetzt sowas, da reg ich mich. Weißt du, das reg ich mich auf. Ich meine, für ihn ist es ja auch blöd. Er hat ja auch Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Aber ich denke mir noch, ja, mit ihm haben wir die ganze Zeit hier eigentlich gute Beziehungen gehabt. Naja, unser Militär ist so stark. Was geht da? Halt, warte. Nimm erst. Was nimmst du? Unwegsames Gelände. Nee, wir wollen dich spezialisieren. Auf offenes Gelände. Ja. Und? Warum kannst du jetzt nicht angreifen? Du hast keine Fortbewegungspunkte mehr. Ja, schade. Oh. Oh, toll, jetzt wirst du angegriffen. Da habe ich ja gar nicht mitgedacht. Und dann kannst du ihn wahrscheinlich nicht one-hitten. Naja. Produktion wählen. Speerkämpfer. Weil wir all unser Eisen und all unsere Pferde schon verbraucht haben. Was geht hier? Wir haben eine Kriegerklär bekommen. Quebec hat uns eine Kriegerklär. Wo ist Quebec? Nicht hier, das ist schon mal nicht schlecht. Quebec ist da drüben. Das ist mir egal. Lhasa hat uns den Krieg erklärt. Lhasa wird auch irgendwo sein, wo wir noch nie waren hier unten. Naja. Hauptsache nicht Ragusa. Lhasa steht unter dem Schutz. Schutz. Ja, unser Forschungsabkommen ist tatsächlich vorbei. Aha. Die große Bibliothek wurde leider in einem anderen Land gebaut. Korea und China sind Freunde. Dann hätten wir... Ach nee, können wir noch... Bevor... Oh boy. Machen wir Stonehenge. Warum nicht? Probieren wir's. Und lass uns das nochmal arbeiten. Ja. Dann gucken wir mal. Lass mir irgendwie unsere neuen Freunde... Darius... Washington ist freundlich. Sehr lustig. Handel, andere Spieler. Nee, warte, wir fragen sie so besprechen. Sollen wir eine Freundschaftsvereinbarung? Das werden wir... Ja, Freundschaftsvereinbarung. Sollen wir Krieg erklären gegen... Harun, ich muss ablehnen. Ja, hör mal, wie sieht's denn aus, wenn ich dir da ein bisschen was für die Podcast gebe? Nicht? Schade. Frag mir doch mal unsere persischen Freunde. Yom Tavlach. Besprechen. Helach. Mar. Freundschaftsvereinbarung, ich muss ablehnen. Oh, schade. Soll ich mir Krieg erklären geben? Ich kann eigentlich gar nicht fragen. Wenn wir da nicht erstmal. Bisschen was Helach, hier. Mar. Als Bestechung anbieten. Nee. Korea ist ja... Annyeonghaseyo. Denke ich mal, da auch wir zu haben, oder? Ja, schade. Zurück, aber wie sieht's denn... Sollen wir uns hier öffentlich nennen? Nee. Handel? Können wir noch was handeln? Nee. Wir müssen doch demnächst was handeln können. Erstmal offene Grenzen. Ja, das ist keine offene Grenze. Ich hab schon verstanden. Genau. Luxusgüter, Geld. Das haben wir gerade gesehen, da brauchen wir nichts. Du hast als Einzige ein bisschen Geld. Wein. Haben wir nur eins, brauchen wir selbst, um nicht völlig unglücklich zu werden. So. Ja, mal gucken, woher die... Jetzt aber hier... Na? Schaff mal doch. Und? Wo bleibt meine Kultur? Wo ist meine Kultur? Nur 4. Schade. Wenn wir euch jetzt alle hier wegziehen, dann werdet ihr natürlich angegriffen. Aber was soll's. Jetzt hätte ich gerne natürlich eine Straße hier nach Medina. Funky Co. Medina. Okay. Dann treten wir jetzt proaktiv den Marsch an. Gehen Osten. Um den arabischen Truppen entgegengeritten zu kommen. Ja, hast du jetzt natürlich toll gemacht hier mit der Straße. Ja, dann bau hier mal eine weiter. Ach, Straßenbauen kostet natürlich auch Geld. Da denke ich so selten dran. Oh, natürlich.
Ja. Sieht sich aus. So. Ja, ich glaube, den können wir leider nicht retten. Hätten wir ihm wohl doch lieber diese Vorteilung geben sollen. Ja. Du bekommst jetzt keine Beförderung. Da warten wir noch. Denn das ist taktisch, strategisch natürlich viel besser. Sperrkämpfer. Hast du überhaupt schon eine Kaserne gebaut? Nein, dann mach das erstmal. Plus 6. Warum kriegt er plus 6 unter anderem? Naja. Heile bis zur... Aber hier, damit er nicht vorbeikommt und uns das ganze Geld und so weiter wegnimmt. Das und Kultur wegnimmt. Die wir ja bekommen für das Zerstören des Barbarenlagers. Stallungen. Oh, er profitiert sehr von Stallungen. Der hat ja Unmengen an Schafe, Vieh und Pferden. Ich glaube, das kaufe ich dem sogar. Wie sieht das mit Währung aus? Ja, nee, da, das ist auf jeden Fall 500. Mach ich. Ja, weil jetzt ist... Also jetzt bin ich mal gespannt, was da die Poly... Boah, hahaha. Ja, da kann er nämlich dann ruckzuck... später ruckzuck auch den Markt bauen und ist dann mit den Diamanten ganz vorne mit dabei, was das Produzieren von Geld angeht. Ja, jetzt haben wir hier da natürlich die eine Enge. Naja, egal. Was viel wichtiger... Nee, du kannst keine Straße bauen. Bau lieber hier noch so einen Handelsposten. Jetzt einsam... Ach, da sind sie schon. Ja. Und zurück. Nein. Und nach vorne und nach vorne und hier rüber. Und weg mit dir. Und der große General schließt sich unseren Einheiten an der Front an. Da kennt er nix. Wieso seid ihr eigentlich hier oben? Und nicht da unten? Naja. Nächste Runde, nächste Runde. Ah, da verziehen sie sich schon wieder. Da haben sie Angst. Blanke Angst. Gehen wir ein bisschen näher dran, um das hier alles genießen zu können. Aha! Offenes Geländefeld. Zack. Und zack. Haha, so macht Zulassung noch wieder viel mehr Spaß. Und ist hier, au, au, au. Wobei sich das mit der Expansion auch anscheinend ändern wird. Da ist es dann nämlich so, dass die Militäreinheiten nicht mehr wie jetzt 10 Punkte haben, sondern sage und schreibe 100. Also 100 Health Points. Aber, ja gut, das haben wir dann ja auch, von daher passt das ja schon. Das Ding ist aber jetzt hier ja kein, ja, da bleibt da mal in der Prärie beim Gold, erlab dich dran und erhol dich dann in den nächsten Runden. Kannst du ihn one? Nee, achso, du bist nur, ja. Aber du hast doch auch noch, ja. Du kannst hier zwar, aber geht er dahin? Man weiß es nicht. Aber da kann... Ja, komm, geh hin. Ab nach vorne. Haben wir hier alles ausgebaut? Es sieht so aus. Okay, was machst du jetzt? Soll man dich schon automaten? Nein, du baust auch einen Handelsposten. Handelsposten. Um dann München zur Finanzmetropole zu machen. Wir könnten München auch in Frankfurt umbenennen. Hm. Und Berlin nach in Hamburg eigentlich. Und Hamburg in Buxtehude. Ist mir jetzt spontan eingefallen. Was wollen wir mit dir machen? Ja, du bist doch hier schon am, ne? Handelsposten bauen? Wald, Grasland, Hügel. Du hast doch angefangen, Handelsposten zu bauen. Und warum machst du das nicht weiter? Oh, ich merke gerade, die Framerate droppt. Ganz derbe. Aber da ist er auch schon wieder oben. Ah, wir wurden getötet. Wer war, welcher war's? Oh, auf dem bewaldeten Hügel von dem Krieger. Naja, passiert.
Warum ist die Framerate unten? Sag's mir jetzt. Ich mache hier eine kurze Pause und kümmere mich kurz. Hallo. Ich glaube, wenn wir leiser reden, bleibt die Framerate oben. Leise reden hat uns ja schon öfter weitergebracht. Wie heißt unser Gustav Adolf? Wer war denn bitte Gustav Adolf? Ich werde das mal, während wir ihn hier in sichere Gefilde bringen, kurz in Erfahrung bringen. Gustav Adolf. Gustav von Schweden, aha. Geboren 1594 nach dem gregorianischen Kalender in Stockholm. Bei Lützen ist er gestorben. Aus der Herrscherfamilie der Vasa stammend. Vasa, ne, wie das Knäckebrot, da kommt's her. War König von Schweden von 1611 bis 1632. Einer der wichtigsten Figuren der schwedischen Geschichte und des 30-jährigen Krieges. Jetzt wissen wir Bescheid. Und hat auch sofort geholfen, da hier mal für Ruhe zu sorgen. Können wir dich? Oh ja, dich können wir. Und dich auch. Da nehmen wir doch dich. Piu! Ding, ding. Und Erfahrung haben wir auch bekommen. Ja. Und auch wieder Probleme. Mit dem Aufnehmen. Mein Gott, meine Festplatte ist nur halb voll. Warum macht er das? Menno. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nee, hat ja so keinen Sinn. Ich kann euch das ja gar nicht antun. Hier, der lange Ritt war jetzt auch wieder zu viel für den Computer. Mann. Bin gleich wieder da. Jetzt der letzte Versuch. Das sieht doch gut aus. Einheit benötigt Befehle. Und das sieht doch schon wieder schlecht aus. Oh. Können Sie mal so Befehl für Befehl immer weiterspielen? Vielleicht liegt es auch an dir. Hätten wir dich nicht heilen lassen sollen. Bist du der Unruhestifter, was die Framerate angeht? Sieht wohl ganz so aus. Sollen wir dich opfern? Nein, bitte nicht. Das ist doch irre. Ja, wer sagt, dass ich nicht irre bin? Oh Gott, ich rede schon mit mir selbst. Also ich meine, das eine ist hier mit euch zu reden, die ihr ja gar nicht hier existent seid, sondern dort existent seid. Das andere ist, mit mir selbst zu reden. Ohne das. Und andere dabei zuhören. In dem Wissen. Du heilst, haben wir gesagt. Du hast deine Schuldigkeit getan. Und baust hier oben eine Mine. Produktion ist auch nicht verkehrt. Während. Oh, hier oben ist natürlich auch. Aber hier ist Hügel und Wald. Da wäre eine Mine natürlich schon besser gewesen, irgendwie. Und so bekommen wir halt nur eins Gold dazu. Schade. Oder? Können wir das noch erinnern? Wie lang baut ihr da schon dran? Das ist auch so ein Ding. Wo steht denn... Ah ja, hier. 5 Runden dauert das. Eine Mine dauert 8 Runden. Ja. Aber wir bekommen ja nicht nur ein Gold. Wir kaufen uns dann ja Märkte und so weiter. Da passt das alles schon. Apropos, wir brauchen jetzt ganz dringend Geld. Sonst schaffen wir es gar nicht mehr. Bis zum Markt... Wir haben aber keine Luxusgüter, die wir irgendwie unter die Leute bringen können, ne? Nee. Wir sind auch nicht glücklich genug, um Luxusgüter da irgendwie aufgeben zu können. Good day. Good day. Washington. Proceed. Was werdet ihr mir hier vergeben? 4 Gold. Is the following trade of interest to you? Wie geht's das so? 60? No. 50? 40? No. 40 bringt uns, glaube ich, gerade so über die Runden. Über die nächsten. Und dann müssen wir uns überlegen, ob man nicht doch irgendwie mal ein paar Einheiten aufgeben. Ha, Medina. Wo sind eigentlich all unsere Einheiten? Wo sind all unsere Pferde? Da ist eins und das andere ist da oben. Müssten hier nicht noch welche sein. Eins haben wir verloren. Wir haben Genf getroffen. Da ist er jetzt ganz viel hier. Große Persönlichkeit geboren. Ein großer General? Was ist das? Euer Reich kann 17 Einheiten unterstützen. Ihr habt das Limit bereits um 1 überschritten. Dies senkt die Produktion in euren Städten um 10%.
Wieso können wir nur 17 Einheiten? Wo kommt das plötzlich her? Das ist mir neu. Unsere Produktion sinkt um 10%. Das ist, naja. Ach, wir haben ja auch noch die ganzen Bauarbeiter. Ich glaube, wir trennen uns von einem Bauarbeiter. Du, hast eh nichts zu tun. Einheit auflösen. Ja. Da kriegen wir auch Geld dafür und müssen nicht so viel zahlen. Und sind dann auch schon wieder so weit, dass wir da nicht in der Bredouille sind. Ja, aber wobei, das sind billig. Das war die richtige Entscheidung. Die können wir dann später. Du kannst hier hin. Sehr schön. Du kannst hier hin. Du kannst hier für Ruhe sorgen. Du kommst hier mit. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Großer General. Du sorgst für ein goldenes Zeitalter. Aha, dann sind wir finanziell schon wieder ein bisschen besser aufgestellt. Du bleibst, glaube ich, hier und hoffst, dass... der gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Was machen wir? Warte mal, wenn wir hier kämpfen, dann können wir ja wieder zurück. Genau. Haha, und du kannst dasselbe tun. Ja, jetzt bist du aber zweierlei angreifbar und kannst nicht mehr zurück. Das war's wohl für dich. Keine Einheiten. Dafür... Oh, mein. Zirkus, Kornspeicher, Bibliothek. Ne, Zirkus, Zufriedenheit. Sehr schön, hoppla. Haha, schau mal, wer da angekrochen kommt. Okay, jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich Medina haben will. Ich will Medina haben, du gibst mir noch nicht genug. Ich mag alles haben, was du hast. Jetzt habe ich hier weggeklickt. Wir werden... haben wir gebaut? Nee, ne? Haben wir nicht. Wunder haben wir nur aus dem Paar. Dann probieren wir es mit dem Koloss. 5 Gold. 1 Kultur. Ja, warum denn nicht? So viele Küstenstädte werden im Spiel sein. Jetzt ist hier die... Jetzt sind wir auf den Grenzen weg. Hellach, Mar. Vorschlagen. Wunderbar. Und da können wir gerade mal uns aus der Schlinge befreien. Wen haben wir hier verloren? Ja, unseren geliebten Freund, den Bogenschützen. Naja, war ja abzusehen, dass das passiert. Nee. Kann das auch mal hier irgendwie, könnt auch mal eine Stunde lang so oder kommentieren. Wäre bestimmt auch lustig. Wein, wir haben Wein, um es zu verkaufen. Wunderbar. Die Währung braucht noch eine Runde. Und da sind wir auch endlich mal im Mittelalter angekommen. Im tiefen, dunklen Mittelalter. Er hat seine Promotion bekommen. Und musste es opfern. Da hat er natürlich geschickt gemacht, hier unser teures Katapult angegriffen. Das natürlich, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe natürlich nicht mit gerechnet, dass er jetzt so weit geschwächt ist, dass er zurückgeht. Hätte der Mod-Computerspieler natürlich normalerweise auch gemacht, aber der Computer-Computerspieler ist nicht so schlau. Wir sind einfach mal nach Genf einmarschiert. Naja, warum nicht? Wir können jemanden mit Geld, wie zum Beispiel Korea, die ja schon Interesse an unserem Wein gekundet haben, unseren Wein verkaufen. Wir brauchen keine Grenzen und keine Pferde. Wir brauchen nur Geld. Auf Wiedersehen. Was wird so ein Markt wohl kosten? Kauf. 580. Viel zu teuer. Ja, geh einfach mal dorthin und dann entscheiden wir in der nächsten Runde, was wir mit dir machen. So, du gibst ihm jetzt aber sowas von dem Rest.
und rest den Tod. Du nimmst diese Vorteilung und bringst dich in Stellung. Du nimmst. Nee, du wartest. Ja. Ach, wir sind sowas von schlecht aufgestellt wieder. Lass mich überlegen. Okay, du gehst nächste Runde dahin und kannst angreifen. Du kannst diese Runde eigentlich schon angreifen. Wenn du jetzt aber angreifst, nimm diese Vorteilung. Ne? Hier gegen die Stadt bringt der von den Boni keiner was. Du bist jetzt aber hier. Du gehst. Oh nee, jetzt hast du. Dann gehst du aber sowas von zurück. Und greifst diese Runde noch nicht an. Forschung wählen. Steinmetzkunst, um endlich mal diesen Sumpf trockenlegen zu können, der mich die ganze Zeit schon stört. Einheitenbeförderung. Noch mehr. Wunderbar. Da nehmen wir auch. Ach, hätten wir uns sparen können, weil jetzt eh nochmal bombardiert wird. Und dann fehlt. Ich muss weiter raus. Ich kann es nicht spielen. Ja, hier machst du mal schön Bauernhof hin. Und du legst den Sumpf trocken. Uiuiui, was hat denn da der olle George vor? Du bist hier sehr gut aufgehoben. Du bist da sehr gut aufgehoben. Du bist da sehr gut aufgehoben. Du greifst schon mal an. Du auch. Und du sowieso. Ja, ich sehe schon. Nächste Runde gehört uns Medina. Wollen wir Medina behalten? Medina gibt uns Zucker. Jawohl. Und dann gehen wir rüber nach Mekka. Und Hauptstädte sind immer gut. Wir wollen ja die Welt erobern. Da werden wir dann Mekka jetzt erstmal, ne? Gleich mal übernehmen. Einer benötigt Befehle. Ja, da bist du doch. Soweit, so gut. Nächste Runde. So, ich war kurz abgelenkt. was war das nächste? Eins nach dem anderen. So, wer hat was gebaut? München. Kann jetzt endlich im Markt. Ja, 6 Runden, da sparen wir uns das Geld. Philosophie oder Bauwesen. Schauen wir mal, was zu was führt. Philosophie. Bringt uns die Wunder und Bauwesen. Ja, Sägewerk braucht man nicht wirklich. Die große Mauer, Circus Maximus, Kolosseum. Aber zum Maschinenbau. Ermöglicht Sprünge über Flüsse. Das wollte ich ja vorhin schon haben. Aber erst die Philosophie. Dann passt das so. Angreifen. 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 Marionette erstellen. Einer wirklich viele. Bauernhof bauen. Sumpf trockenlegen. Nach vorne gehen. Ausruhen. Ach, hier oben hast du auch schon lange Zeit gestanden. du hast schon aufgeräumt. Okay. Davon dir trennen wir uns auch demnächst. Du wirst sterben, wenn du angreifst. Wirst du auch sterben, wenn du stehen bleibst? Sehen wir gleich. Ja, hier oben sind noch graue Flecken, die man nicht kennt. Ah, habe ich mir schon gedacht, dass du das bekommst und zack. Oh, naja. Ja, nach vorne immer. Rückwärts immer. Jetzt aber, komm schon. Nächste Runde. Du. Ich glaube, wir automaten dich. Ne, wir gehen der Empfehlung nach und machen hier einen Bauernhof hin. Vor. Alles Geschmäcker. Oh. Nicht, dass du jetzt hier abgefangen wirst. Und du bist hier. Oh, von 3 allein angreifbar. Das war nicht gut. Ja, und du sollst auch nicht raus. Hättest du eigentlich stehen bleiben sollen. Naja. Wer geht zurück in die Stadt?
Ihr müsst hier nicht in der Wildnis schmoren. Ihr könnt auch ruhig in unsere neuen Grenzen gehen. Einer benötigt Befehle. Marmor. Das wäre was für München. Ist hier eine schöne Stelle für eine Stadt? Nein. Also sie wird zwar viel, unglaublich viel Produktion schaffen, aber sonst, die wächst ja gar nicht. Also zumindest nicht in nächster Zeit. Wenn wir irgendwann mal die halbe Welt erobert haben, können wir darüber nachdenken, an der Stelle eine Stadt zu gründen. Aber bis dahin. Straße bis dahin. Da sind unsere Arbeiter endlich auch mal beschäftigt. Der große General bleibt dort. Minus 2, minus 1, plus 2 Erfahrungspunkte. Das lief ja besser als gedacht. Ach, da fällt mir ein, die halbe Stunde ist bestimmt schon rum. Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns zur nächsten Folge Let's Play Civilization 5 mit mir, Egonson. Bis dann, ciao.